So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und gestern ist das Dalkia ja geflohen, hat mich wieder mal gemobbt. Ich habe das ja gezeigt alles im Video, nachdem Niantic einmobbt und Abenteuer Sync einmobbt und Perlo einmobbt oder auch die Gen 4 eingemobbt hat. Jetzt auch Dialga, vielleicht weil ich die ganze Zeit Dalkia genannt habe, keine Ahnung. Hab mich dann nicht so belesen. Wie gesagt, kenne eigentlich immer nur die Sachen von der ersten Generation. Jetzt ist es aber soweit. Ich habe mittlerweile eins gefangen. Heute ist ja auch der zweite Tag. Ich habe ja gesagt, jeden Tag mache ich eins. Vorhin an der X-Raid Arena an der Brücke, also ein Dialga mitgemacht, gefangen. Jetzt auch den Pokédex-Eintrag geholt. Und heutiges Thema natürlich sein Kollege, der Palkia. So ist es richtig. Der ist nicht mehr vorhanden, den haben sie jetzt wieder aus den Raids genommen. Der war ja circa einen Monat da, ist ja sein Bruder in Spe und um den werden wir uns heute kümmern. Denn ich werde mein bestes Palkia heute maxen, hochziehen und natürlich auch mal auf die Statistik schauen. Dazu wollen wir gleich mal hier in den Pokédex gehen. Gehen mal hier runter, suchen mal das Palkia. Mal gucken, ob sich das wirklich ausgeht, wenn ich jeden Tag nur einen Raid gemacht habe. Da dürften ja jetzt dann nicht 100.000 Raids stehen, sondern 28 und hey, der Februar hatte ja genau 28 Tage und ich habe 28 Raids gemacht, also das sieht man, da habe ich nicht gemunkelt, das ist wirklich so, jeden Tag einen Raid. Ne, das haut eigentlich auch nicht hin, weil selbst bei der Raid-Tour mit Latias, die ich neulich hochgeladen habe, habe ich ja im Video schon 2 Palkia gemacht, aber egal, 28 Raids insgesamt gemacht, 23 gefangen. Da war man manchmal ein bisschen unter Zeitdruck, hat dann einfach draufgeklatscht, da ist das Teil dann auch geflohen. Ganz am Ende haben sie das ja dann verändert auch von der Distanz, das saß immer so weit hinten und hat so einen kleinen Kreis gehabt. Ganz am Ende, so die letzte Woche, saß es dann bis vorne, wie Despotar eben, dass der Kreis so groß sein konnte und war trotzdem einfach fabelhaft. Da konntet ihr dann besser werfen, musstet weniger weit werfen, also kürzer in dem Sinne. Musstet kürzer werfen und dann war das auch drin. Noch kein Glückspalkia, ich habe dann nämlich so gut wie keine getauscht. Ich glaube eins habe ich mal getauscht, mehr noch nicht. Da kam ich noch nicht dazu, der Rest ging immer mit Shinies drauf oder mit anderen Sachen. Aber gute Statistik, würde ich sagen, gibt es bestimmt bedeutend schlechter. Und jetzt schauen wir uns mal an, Palkia, was wir da haben. Da haben wir nämlich ein Wettergeboostetes, das Beste mit 93%, hat aber leider nur 13 Angriff, 13, 14, 15, ihr seht es hier, kann es mit allen aufnehmen, KP, Beste. Das wäre natürlich cool, weil es ist ja schon auf Level 25, da spart ihr einiges, aber wir wollen das nicht nehmen. Wir haben hier ein paar aufgehoben und das Beste, was wir hier von den normalen haben, ist das, das 2269er mit 15, 14, 14. Das bewerten wir auch nochmal kurz durch. Kannst mit allen aufnehmen, Angriff, Beste. So, da gab es ja nicht viel zu gucken. Das werden wir jetzt hochziehen, geben ein paar Power-Ups und dann melden wir uns gleich nochmal zurück. Und da sind wir zurück und haben genau noch 2 Power-Ups übrig. Die 2 15er, die werden wir noch machen. 29 bekommen das immer noch hinzu, obwohl es ja geteilt ist. Andere haben am Anfang gerade mal 29 dazu gekriegt, aber die ganze Zeit 54. Jetzt machen wir noch das letzte Power-Up. 3972 WP. Boah, das sieht gut aus, das können wir so lassen. Obwohl ich immer noch finde vom Design her, naja, dieser Kopf, ich weiß nicht, was der darstellen soll. Weil haben sie schon wieder die Größe geändert. Erst war das so wie jetzt, dann haben sie es riesig gemacht, da hat das oben die kompletten WP verdeckt, da habt ihr überhaupt nichts mehr gesehen. Jetzt ist es wieder kleiner geworden, jetzt könnt ihr den Bogen sehen und die WP-Anzahl wieder. Also die ändern immer zu was, immer zu ist das unterschiedlich. Aber egal. Wie viele Palkia habt ihr so gemacht? Was habt ihr für eine Quote? Wie viele gesehen und gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare und vor allem auch, was ist euer bestes Palkia? Habt ihr einen 100er bekommen? Gleich zu Anfang haben da etliche natürlich einen 100er abgestaubt. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Würde mich mal interessieren, wie findet ihr das Pokémon allgemein? Was ist euer Bestes? Schreibt es rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.